Willkommen zurück zu Let's Play Prototype 2. Das müsste Episode 4 sein. Ich glaube, das stimmt. Und du hast uns allen versprochen, wir finden jetzt raus, was eine Blacknet-Mission ist. Also diese Blacknet-Mission in Prototype 2, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das mehr oder weniger die Nebenmissionen. Die können einzelne Blacknet-Missionen können aus mehreren Einzelmissionen bestehen. Mhm. Und wenn man die dann schafft, schaltet man eine Mutationsbelohnung frei. In diesem Fall Offensiv. aus dem Offensiv-Tree. Den werden wir nachher auch noch sehen, wie das alles so funktioniert. Und but I heard something about a Gentech lab experimenting on people. A lot of the catch and test missions done by Gentech are monitored personally by Rooks. I bet you get to that facility, you'll find out where Rooks is stationed. This is starting to feel like a wild fucking goose chase. Aha, jetzt, ja. Ich merke schon, dass es in der Struktur sehr, sehr ähnlich wie Infamous auch aufgebaut ist. Das hab ich, da habe ich beide Teile noch nicht gespielt. Oh, falsch. Weil ich immer so viel Angst vor meinem PlayStation Gamepad habe, weil es mir die Daumen wehtut. Ich mochte beide Infamous sehr, sehr, sehr gerne. Also ich spiele auch leider zu selten in der PlayStation, aber das ist es echt wert. Und ich merke auch, hier sind eine ganze Menge Sachen drin, die sehr ähnlich sind wie in Infamous. Sie haben natürlich für alles irgendwie einen anderen Begriff und einen anderen Grund, aber so die Mechanismen sind alle irgendwie gleich. Bist du da auch so bewegungstechnisch so frei, also dass du überall ja so rüber springst und sich so schnell fortbewegst? Du bist am Anfang, also du brauchst am Anfang ein bisschen länger, um so Gleite und so Fähigkeiten. Also du bist am Anfang ein bisschen mehr am Boden unterwegs. Ja. Aber gegen Ende des Spiels fliegst du da halt auch rum wie ein Irrer. Also das ist halt alles, was hier mit Messer und Gedärme und so ist, ist halt in Infamous etwas sauberer, also alles mit Strom. Ah, okay. Wie auch hier Ökostrom und Windkraft und so. Und die Sachen können wir hier auch noch ausbauen. Also das Fliegen und so, wir werden schneller und so Zeug. All these Blackwatch and Gentech places use biometric security. Retinal scans, blood tests, things like that. Getting inside won't be easy. Hä, das ist doch oben offen. It'll be easier than you think. Ja. Jetzt, ohne Scheiß, das ist doch... Ja, ja, ja. Das ist die gleiche Logik, die dafür sorgt, dass die Soldaten 5 Minuten brauchen, bis sie sich wundern, warum da ein Mann in Uniform an der Wand langläuft, wenn er verkleidet ist. Aber du musst jetzt am besten nicht in der Nähe von irgendeinem Soldaten deine Verkleidung aktivieren. Du siehst an dem roten Licht, dich beobachtet. Ich muss jetzt ernsthaft an diesen blöden Scanner gehen. Nee, du kannst auch einfach deine Verkleidung nehmen und reinfliegen, aber bitte nicht in der Nähe von der Wache. Zum Beispiel, die überall stehen. Ich gehe jetzt hier in den Hof. Hallo. Noch sehen sie dich irgendwie. Ja. Was? Wo denn? Ja, da hinten. Der hat sich ach! Gesehen. Beenden Sie den Alarm. Ich glaube, es geht los. Der sich jetzt wieder anders. Eine Chance falsch zu machen und schwuppdiwupp. Die kennt mich doch. So, wechseln. Jetzt schnell zurückwechseln. Jetzt müssen wir abwarten, bis unsere Form sich quasi wieder beruhigt hat. Was ist mit dem? Den kannst du doch jetzt essen, oder nicht? Den kannst du jetzt essen, dann hast du auch eine anständige Soldatenform. Mal B und dann Y, genau. So, und jetzt kannst du da mit dem reinspazieren oder reinfliegen. Weil das dauert ja so lange, bis die schnallen, dass die, dass ich da jemand angeflogen kommt. Ich überlasse jetzt nichts dem Zufall. Ich gehe jetzt zu Fuß. Nimmst du den Türschalter? Ja. Kann ich mit dem Gewehr, was der hat, jetzt eigentlich auch schießen? Ja. Oh. Genau, dann würdest du X drücken und dann würde er schießen. B wie benutzen. Jetzt muss ich dann mit denen auch Konversation betreiben, nicht aufzufallen. Ja, hey, Fußball. Perfekt untergetaucht. Machst du das im richtigen Leben auch so? Ja. Stellst dich irgendwo hin, ja, hier, Fußball. Ja, das funktioniert. Warte mal, bevor du das machst, hol dir mal diesen Kraftarm da nochmal. Versuchen wir nochmal unser Glück. Bei dem Gelben. Aber da muss ich wieder irgendwie springen, das sehen die doch bestimmt. Ja, aber das, wie gesagt, mach's mal. Lauf mal rüber. Du kannst einfach an der Wand hoch. Das. Sobald du nicht das zu lang machst, stört das überhaupt keinen. Das ist so logisch. Die Logik ist. Den jetzt einfach nur essen. Oder ist doch meine Verkleidung wieder futsch? Nee, hat ja die gleiche Verkleidung an. Nee, ich meine, aber der sieht uns dann, dass ich das war und dann. Ah, siehst du, jetzt hast du deine Werfer verbessert. Das hat er gar nicht gemerkt.
Der da drüben ist auch keiner, der Alarm auslösen kann. Die beiden Typen da hinten hätten Alarm auslösen können. Ach so, der ist also ein Zivilist kann das sehen und das ist ihm egal. Also Zivilcourage wird ja in dieser Stadt nicht großgeschrieben. Übrigens genauso wie Abwechslung bei Fahrzeugen, die rumfahren. Es fahren genau drei Fahrzeugtypen rum. Oh, können wir mal kurz gucken. Da. Der Humvee, der Transporter und der andere Transporter. Das ist wahrscheinlich die perfekte Tarnung für so Undercover-Einsätze. Ja. Wenn dann die ganze Straße mit so einem Überwachungs- Also komm ich da nicht rein? Ich glaube, stellt sich bloß blöd an. Hi. Ja, ist er da, sagt er nichts. Du kannst jetzt. Flieg mal da rüber. Flieg mal kurz rüber. Naja, gut, das war jetzt kein Fliegen, aber ist auch egal. Das kann ein normaler Mensch. Ja, klar. So, was? Den Essen. Den ist essen. Doch die Panzerfaust genau. Weg. Ist ja egal, du brauchst ja seinen Schlüssel. Ich will aber doch eine Panzerfaust. Das hat keiner gesehen. Im Inneren von dem Komplex merkt das keiner, wenn ich auf der anderen Straßenseite hinter dem Zaun eine andere Jacke anziehe. Solange es keiner sieht, ist alles in Ordnung. Hui, ja, ich muss nochmal zurück. Sportzeug vergessen. Ja, blöd, ne? Looky here, we got ourselves a VIP. Gonna need access to that room if I'm gonna pick his brains about Rooks. So, absorbieren Sie verdeckt den Commander und tippen Sie. Während du das machst, erfreue ich mich übrigens. Ich schaue nebenbei ein bisschen auf dem Handy in unserem Gamestar-Kanal rein. Achtung, Story, Achtung. Ob der Commander gesehen werden kann. Können nicht verdeckt. Die Weißen können verdeckt absorbiert werden. Stratus 2-4, this is Stratus. Prepare for another sweep. Over. Stratus, this is Dr. Genovese. Genau, du kannst also sehen, in dem, wenn du jemanden einloggst, also zieh den mal an. Den? Genau. Ja. Dann siehst du, wer ihn beobachtet. Ach, und dann kannst du den erst ausschalten, genau. Ach so, also es geht jetzt auch darum, wirklich zuerst den anderen Zeugen auszuschalten und dann... Genau. Warte mal, guckt der jetzt? Jetzt guckt der doch gleich, oder nicht? Nee, das passt schon, du kannst einfach... Genau. Und jetzt kannst du ihn nehmen. Das ist ja raffiniert. Zack, so schnell geht's. Handscanner, um einen Alarm auszulösen. Also du arbeitest dich im Grunde genommen in den Hierarchien hoch, um halt durch diese Türen und so durchzukommen, um hier Spezialsachen machen zu können. Nee, was ich sagen wollte, während du da weiterspielst, habe ich ein bisschen die Kommentare unter unserer GameStar-Vorschau für die Ausgabe 6 2012 gelesen. Ja. Das mit, Hendrik Weins das Wasser ins Gesicht kriegt. Und es ist so cool, wie die Leute jetzt rumrätseln, was denn nun der Gag ist. Also, wie der Gag funktioniert bei der ganzen Geschichte. Ich werde es natürlich nicht verraten, wie das gedacht ist. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten, was jetzt der Scherz an der ganzen Geschichte ist. Das ist krasser als Inception. Das kann man so irre interpretieren. Irre. Platzt euch die Rübel. Dr. Genovese. Pasta Genovese. Pesto Genovese. Genau, da muss er halt jetzt auch wieder. Der wird halt beobachtet. Und jetzt muss er überlegen, wie machst du das, dass du den... So, schaue ich den erst an, dann er guckt. Genau. Und das gucke ich aber ihn an. Warte, wie kann ich denn dieses Ziel wechseln? Wenn du einen angelockt hast, genau. So. Den guckt keiner. Also wenn sie weiß sind, dann kann man sie sich schnappen. Ja, so ein bisschen wie, wie Schach. Auf eine sehr dumme Art und Weise. Da ist im Eck einer. Ja, hey, ich wollte hier nochmal gucken, ob dein Rucksack noch richtig sitzt. Sitzt. Hat Luft. Ja, jetzt ist er weiß. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die irgendwie gar keinen Sinn für Humor haben. Nee, im Internet hat jeder Sinn für Humor. Da finden alle immer alles gut und es ist immer alles witzig. So, jetzt was hier mit Dr. Pesto Genovese. Genau, jetzt kannst du den Computer hacken. I'm at the computer, what do I press?
The red button. Press the alternate key. ALT alt. There's no fucking alt. I got a fucking squiggly line key. I got a fucking key with a triangle on it. What the fuck kind of keyboard is this anyway? James, calm down. This should be a phone with a blue square on it. Okay, that's more like it. Bringing up the personnel database. Ah, er ist so ein Idiot. Ich habe gerade schon, wollte gerade fragen, übernimmt man mit den Personen auch ihre jeweiligen Skills? Oder ist er halt immer noch der Depp? Ja, klar. Ah, herrlich. Super. I hate computers. Ja, aber er ist halt eine richtig harte Sau. Ich fahre lieber mit der Bahn. Wer das versteht, der hat das beste Let's Play aller Zeiten geguckt. Ich habe eine Frage. Stelle sie mir. Was bringt denn so ein DNA-Handscanner, wenn man da einen Handschuh reinhält? Stimmt. Oh Mann. Ach ja. Ich fürchte, wir entdecken einige kleine Ungereimtheiten in diesem Spiel. Oh, da darf man nicht hin, oder? Ja, du kannst einfach schnell vorbei. Das ist ja das Gleiche. Diese Apparate brauchen ja auch ewig zum Aufschalten. Renn mal dran vorbei. Oh, die Anzeige geht hoch. Na, dann laufe ich einfach mal vorbei. Ach, Dr. Genovese hat es aber heute einig gehabt, um nach Hause zu kommen. Frauchen hat lecker gekocht. Was Frau Genovese wohl gekocht hat. Ja, jetzt haben wir es hier geschafft. Ja, vor allem, dass er den Anzug auch nach Hause trägt. Und keiner fragt, wollen Sie sich nicht umziehen, Sir? Jetzt haben wir eine Belohnung freigeschaltet. Gib mir was. Bah! Offensivmutation, Ella. Was ist das jetzt? Effektivere. Kann ich eine aussuchen, oder was? Genau. Also die ersten drei sind jetzt nur freigeschaltet. Was machen wir denn? Ich würde Nahkampfexperte nehmen, oder? Das machen wir doch wahrscheinlich am meisten bis jetzt. Sind doch solche Hau-drauf-Buben. Korrekt. Wir laufen zu dem leuchtenden R. Das mit der blauen Taste eben hat mich übrigens an die Simpsons-Folge erinnert, wo der Tingeltangel-Bob den Jet klaut. Und dann? Und dann ist doch, er flieht aus dem Gefängnis und klaut so einen US-Jet und da gibt's halt nur drei Tasten, irgendwie Stop, Fly and Land oder so. Und dann sagt er so, ah, Gott segne die idiotensichere Army oder was auch immer das. Nee, wer hat die Flugzeuge? Oh, Blackbox in der Nähe. Einfach weiterlaufen. Hi. Das ist bestimmt noch weiter oben. Noch weiter oben, noch weiter oben. Das ist doch die typische, wo verstecke ich meinen Kramplatz. Ja. Da zum Beispiel. Zieh mir den Fummel wieder aus, der ist doof. That van, Sarge. Definitely something moving inside it. Might be infected. Might be just a couple of hobos. Light it up. We could check and pop the lock off the back. Fuck it. This area is off limits. Light it up. Relativ begrenztes Vokabular, oder? Ich habe hier irgendetwas gefunden, was ich nicht direkt verstehe. Schießen Sie drauf! Schießen, anzünden, atomisieren! Flieg mal da zu dem anderen gelben Ding da. Stern. Ach, man kann mal wieder Schwung holen und nach oben? Ja, nee. Es gibt nochmal so eine zweite Schwungphase, die man mitnehmen kann. Ich hab das noch nicht ganz drauf. Aber es hat auch eine Zeit gedauert, bis ich bei Infamous der Crack war. Ich finde, das Infamous ist aber ein bisschen... Das war übrigens nicht so clever, deshalb meinte ich vorhin, du sollst halt nicht als Heller in diese Basis reingehen, weil ja alle Soldaten auf der Insel dich suchen. Ja, und gefunden haben sie mich. Oh, oh, oh! Ich glaube, ich bin hier weg, oder? Deshalb dieser dezente Hinweis. Ich glaube, ich hau jetzt hier ab. Ja. Einsatzteam unterwegs. Genau. Aber ich habe ja noch Gott sei Dank... Gleich rein in die nächste Sperrzone. Ich muss echt mal ein bisschen mehr mit Radar spielen, weil ich momentan einfach nur so nach gut dünken. So rum. Jetzt wechseln. Also immer wenn es dann so kurz piept, macht, dann Kannst du wechseln.
Na, jetzt aber doch. Sehr gut. Oh, ich bin der Dachwissenschaftler. Das Coole ist, du kannst halt jetzt volle Kanne wieder zurück in die Basis fliegen. Also. Wissenschaftsman. Obwohl sie da wahrscheinlich noch sagen würden, ja, der macht halt irgendein verrücktes Experiment. Weißt du, wer das ist? Das ist Badass, der Spezialist. Perfekt für Sanitär. Niemand kann ihn stoppen. Oh Gott. Das ist mir, ich muss gestehen, das ist mir etwas zu viel Humor. Ich fürchte, ich brauche eine Pause. Meinst du? Ja, ist mir zu lustig. Mir reicht's. Das hatte ich auch schon befürchtet. Bin auch in der nächsten Folge wieder für mehr Ernsthaft. Ich bin für mehr Seriosität beim Let's Play. Der Humor-Scanner ist auch auf 11. Ich glaube, wir sollten das wieder runterdrehen. Dann bis zur nächsten todernsten Folge. Shalom. Tschüss.